Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Trainerinnen und Trainer in Deutschland zu einer neuen Folge von Das mit Abstand beste Training. Wir wollen eine kleine Serie machen auf euren Wunsch hin zum Thema der kurzen Ecke. Denn wir alle kennen ja die Situation, das Spiel steht und alles fokussiert sich auf das vielleicht spielentscheidende Element kurze Ecke. Alle gucken auf diesen Schützen und um den Schützen oder die Schützin soll es auch heute in unserer Folge gehen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der nicht nur einer der erfolgreichsten Vereinstrainer im Nachwuchsbereich ist und viele Jahre Bundestrainer gewesen ist, sondern auch einer der viel zu wenigen Eckenexperten, die wir in Deutschland haben. Und ich glaube, es gibt gar keinen erfolgreichen Eckenschützen in Deutschland, der noch nicht mit Höppi Andreas Höppner trainiert hat. Herzlich willkommen, Höppi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dieses Thema zu besprechen, was offensichtlich ganz viele gerade auch wieder umtreibt, nämlich: Wie entwickle ich eigentlich einen Eckenschlenzer als Waffe? Da hast du ganz viel Erfahrung und ich freue mich schon sehr, dass du uns einen Einblick geben wirst. Wo treffen wir dich denn heute an? Hallo Walli. Erstmal vielen Dank für die Lorbeeren vorab. Freut mich sehr. Du triffst mich oder ihr trefft mich zu Hause, wie bei ganz vielen Menschen im Homeoffice an. Ich sitze hier und freue mich auf das Gespräch mit dir und der Hörerschaft draußen irgendwo. Ja, ihr seht ja schon, ihr Lieben, die vielen Akkreditierungen und Medaillen im Hintergrund bei Höppi. Das heißt, schon viele Jahre Erfahrung. Was macht diese Corona-Zeit mit einem erfahrenen Trainer wie dir? Hast du überhaupt die Möglichkeit, mit Athleten und Athletinnen zu trainieren? Die tolle Situation unserer Traglufthalle und wir sind deshalb vom Wetter so ein bisschen unabhängiger und Kaderleute, Bundesligamannschaften dürfen nach wie vor trainieren. Von daher kann ich meiner Leidenschaft auf dem Platz noch ein bisschen frönen und habe immer noch die eine oder andere Trainingseinheit auf dem Platz. Also das bleibt nach wie vor. Und bist du denn auch im Moment in dieser Expertenrolle als Eckenschlenztrainer im Einsatz? Ja, also mit Sonny Zimmermann, mit Stine Kurz bin ich nach wie vor auf dem Platz. Dani Nügen von den Herren kommt auch ab und zu mal vorbei. Von daher, ich bin nach wie vor regelmäßig mit Eckentraining auf dem Platz. Dann gib uns doch bitte mal einen Eindruck, wie sieht so ein Training dieses Eckenschlenzers bei dir aus? Denn du sprichst ja jetzt schon von den Besten der Besten und die haben auch mal klein angefangen. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, worauf achtest du in einem Training mit Eckenschlenzern? Wie sieht sowas aus? Und vielleicht im zweiten Schritt auch nochmal so ein bisschen runtergebrochen auf den Jugendbereich, in dem du dich ja auch sehr gut auskennst. Wann fange ich eigentlich damit an? Wie entwickle ich das eigentlich? Das würde ich gerne in den nächsten 15 Minuten mal mit dir so ein bisschen durchgehen. Hast du uns irgendwas mitgebracht, woran wir uns mal so ein bisschen orientieren können, wie so ein Eckenschlenzer aussehen sollte? Ja, also ich würde als erstes mal zeigen, so, also ich mache das relativ kleinschrittig, versuch so die wichtigsten Phasen aus der Ecke so peu à peu erstmal separat so ein bisschen ranzubringen und dann immer einen draufzulegen. Es geht letztlich los mit einer Ecke im Stand, wo man so ein bisschen dieses, ich lasse den Ball am Schläger hochrollen und wieder rausrutschen, wo man damit einsteigt. Ich teile jetzt einfach mal den Bildschirm und wen hast du jetzt? Stine oder Gonzo? Das sieht mir nach Stine aus. Okay, dann sind wir da. Gut. So, also das Erste wäre halt, wenn ihr das jetzt richtig seht, hoffe ich, dass ich so im Stand quasi anfange. Der erste Hinweis hier wäre halt, am besten ist den Schläger wirklich komplett hinterm Ball zu haben. Das ist bei Stine nicht so optimal. Den Nachteil, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber mir geht es halt darum, die Hände wirklich beide hinterm Ball zu haben und den Schläger relativ, also 90 Grad, parallel zum Schusskreisrand hinterm Ball zu haben und dann einfach nur erstmal diese Bewegung den Ball raufrollen zu lassen und wieder runterrollen zu lassen. Das sind halt so die ersten Sachen. Was man bei Stine sehr gut sieht, ist,
die ist unfassbar dynamisch, die hat unfassbar Power im Oberkörper und geht halt auch sehr lange hinterher. Das ist ein Riesenplus von Stine. So als Hilfe lege ich dann hier halt manchmal diese Lappen hin. Ist halt auch ganz wichtig, dass der Ball wirklich auf einer geraden Linie Richtung Tor geht und keinen großen Bogen macht. Also auf einer geraden Linie kann ich halt maximal beschleunigen. Der nächste Schritt wäre dann dieser, dass man sagt, so, ich nehme das Hinterkreuzen dazu und schieße quasi noch aus dem Stand. Das ist so für die Jüngeren, ich sag mal, Bereich A-Mädchen, wo wir oder wo ich oft schon starte. Das ist halt eine mega Hilfe und vermittelt auch viel schneller und einfacher Erfolgserlebnisse. Also hier wieder Schläger komplett hinterm Ball. Ja. Ein Schritt und wieder letztlich der Zwang, so ein bisschen den Ball wirklich geradeaus nach vorne zu beschleunigen, sich vom rechten Fuß maximal abzudrücken, also hier hinten von dem Standfuß, von dem hinteren Fuß maximal abzudrücken, hinterher zu gehen, sich aufzudrehen. Und am Ende, das habe ich jetzt in Zeitlupe aufgenommen, am Ende letztlich so weit zu rotieren, das habe ich irgendwann mal bei Martin Paumann gesehen, die stand halt immer mit dem rechten Fuß zum Tor und hat jetzt, wenn sie getroffen hat, ihren rechten Arm hochgenommen. Also diese Endstellung mit dem linken Ellbogen oben, das sind halt auch ganz wichtige Kriterien für eine gute Ecke. Hier nochmal von der Seite. Da schön durchgehen, Vollgas geben, vorwärts. Das dürfte jetzt nochmal ein Zeitlupe sein. Und während wir das in Zeitlupe sehen, kriege ich das ist halt für Jüngere super, weil sie den Ball eben auch oben unter das Dach hacken können. Genau, das wollte ich gerade mal nachfragen. Das heißt, diese... So. Höppi, hörst du mich? Dann müsste man mal als nächstes... Können wir jetzt mal reingucken bei einem Kollegen aus Holland von mir. Der bringt so ein bisschen, da kann man so ein bisschen auf Keypoints kommen, die so ganz wichtig sind. Siehst du jetzt einen Spieler mit einem schwarzen Pulli? Ja, kannst du mich denn hören? Hallo, Wally? Kannst du mich hören, Höppi? Jetzt höre ich dich, ja. Ja, jetzt hörst du mich. Okay, perfekt. Ich sehe einen Spieler mit einem schwarzen Pulli, absolut, ja. Schwarz und gelbe Streifen. Ja, sehr gut. Also der Kollege links davon, das ist der Tön Siebmann, der letztlich in Holland so, der hat Hochklassmannschaften trainiert, zu Zeiten von Tina Bachmann eben auch Oranje Zwart und der hat eben auch in Holland und auch international in England sehr viele, in Belgien sehr viele Eckenschützen trainiert. Den habe ich 2-3 Mal besucht. Wir haben uns auch mal ausgetauscht, wie wir das so machen. Und da von dem halt auch diverse Videos online sind bei YouTube, habe ich da mal so 2-3 Sachen rausgeschnitten, auf die jeder, wenn er zu Hause Ecken macht, achten sollte. Lass es mal laufen. See the difference here? Yeah. Try to do it, because if you say I'm closing it completely, then you feel it's locked here. I can't go any further. If you're opening up and see your nails, you all of a sudden can do this. That helps to speed up. Yeah, have try. Close and open grip. Try it. Yeah. The difference without flicking. Yeah. And now close it. Feel it? You're blocked. Okay, see your nails. If you pull a little bit. So, das war das Erste. Damit geht es ja los. Beim Schlagen, beim Dribbeln, welchen Griff? Die linke Hand ist ganz wichtig, dass ich eben wirklich dann am Ende maximal mit den Handgelenken auch Gas geben kann. Der nächste wichtige Aspekt, der hier kommt, was ich halt auch mache, dass ich immer mit meinem iPad auf dem Platz bin und die Spieler immer vor allen Dingen von hinten, genau wie Tön hier, von hinten filme und es eigentlich immer sofort ein Feedback gibt. Ich immer wieder versuche so
Handgelenke, Abdruck rechter Fuß, Ball auf einer geraden Linie, das sieht man halt aus der Perspektive von hinten sehr, sehr gut. Wo ich immer wieder versuche, guck mal da, da ist immer noch ein bisschen Optimierungsbedarf bei deinem Eckenschlenzer. Am Ende wird keiner das wirklich optimal machen. Da muss man eben gucken, wo sind Stärken, wo sind Schwächen. Habe ich ja gerade schon bei Stine gesagt. Die hat halt mega Dampf in ihrer Oberkörperrotation. Die Stärke, die wollen wir auf jeden Fall betonen. Und dann versuchen wir immer nebenbei so die eine oder andere Schwäche ein bisschen zu kaschieren. Aber es geht darum, ihre Stärken eben wirklich in den Eckenschlenz einzubringen. Ich lasse das mal weiterlaufen. With your elbow, then you can end with your more, a little bit more with your right shoulder on goal. So now your step forward is like this. It could be that your step is forward like this. Yeah, because this is too far away. If you want to. Da war eben auch genau das, was ich eben auch schon gesagt habe, die Rotation. Am Ende rechter Fuß vorne, rechte Schulter Richtung Tor. Kann man sich auch so ein bisschen bei Werfern abgucken. Wenn man mal so einen Diskuswerfer sieht, der den Arm eben auch hinten hat und dann hier Vollgas gibt und rotiert, damit man den Ball eben einfach maximal optimal beschleunigen kann. Der nächste Punkt, der jetzt bei Tönn kommt, ist die Entfernung zum Ball. Das ist auch ganz wichtig. Der linke Fuß sollte immer nah zum Ball sein, aber hört einfach mal rein, die Erklärung kommt. If you want to push someone, you're not pushing here, you're pushing here, because you can give force here. See? And if you're so far away, you can't roll the ball on your shaft. You can maybe, but that's really difficult. See what's going on? So this is okay. Good line. And probably when you're closer to the ball, you even have a better line to the goal. And although you're far away from the ball, you have it rather high on the shaft. That's also good. Turn is good. So improve it by coming closer to the ball. That's the only improvement you have to make. Because you will improve tremendously. Tremendously. The example is it's pushing away there instead of pushing here. The trick is, the higher you are, the better you. Jetzt kommt wieder der Push eben, rechter Arm, also Ball nicht so weit weg, Füße nah dran. Manchmal kann man auch sagen, so, dass die Ellbogen körpernah bleiben sollen, weil wenn man zu weit weg vom Ball ist, kann man letztlich keine Kraft entwickeln. Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt, der hier kommt. Wie weit gehe ich vom Ball weg? Wie nah gehe ich an den Ball ran, damit ich eben am Ende wirklich den Ball nach vorne mit rechts drücken kann, mit der rechten Schulter rotieren kann. Das ist so der Punkt, der jetzt hier kommt. Push here, and the better you can turn it here. If you're flicking like this, for sure it's difficult to push here, give the full strength here, and it's difficult to turn, because a skater who makes a pirouette stands like this, to turn, and not like that, because that's difficult. I understand, but it's a big change. Close to the ball, and slow down. Slow, fast, up. I like it. Your hockey trick or your drag trick? Der macht das auch sehr gut. Der hat eben auch, der ist ja auch ungefähr mein Alter, muss man sagen. Der hat eben auch 100 Jahre Erfahrung. Am Ende kam noch mal so ein Punkt, dieses Rhythmisieren, dass man nicht zu schnell anläuft, dass man wirklich ähnlich wie beim Werfen so diesen Anlaufrhythmus hinkriegt, links, rechts, links, und die Betonung eben auf dem letzten Schritt, links, wenn man den letzten Fuß setzt, dass man dann mit dem Setzen des Fußes wirklich Gas gibt nach vorne und der Oberkörper dreht und man hinterherkommt. Und was ich bei Tönn faszinierend finde, ist eben, dass er auch in andere Sportarten guckt. Ich habe eben mit dem Werfer verglichen, mit dem Eiskunstläufer und Pirouette. Auf die Idee bin ich nie gekommen, aber es gibt aktuell auf der Internetseite von den Holländern auch so ein Beispiel, wo er mit einem Gummi, mit einem elastischen Gummiband die Hüfte so ein bisschen fixiert,
um eben zu betonen, diesen Abdruck nach vorne. Also da sind ganz, ganz viele gute Sachen drin. Immer wieder Tricks und Hinweise, die man braucht, um eine Ecke tatsächlich optimal dann am Ende ausführen zu können. Also das ist letztlich ähnlich das, was ich tagtäglich dann mit unseren Eckenschützen hier mache. So, mein erstes Fazit, Höppi, wäre ja, das ist alles ganz schön schwierig. Also wir haben jetzt was gehört von einer Schrittfolge, auf die es ankommt. Wir haben was gehört von Armwinkeln, auf die es ankommt. Wir haben was gehört von einem geöffneten Handgelenk. Und dann auch noch das alles eigentlich ja parallel in einen Ablauf verarbeitet. Spricht das dafür, weil es so schwierig ist, damit auch erst spät anzufangen, oder spricht alles dafür, weil es so schwer ist, damit ganz früh anzufangen? Du hast vorhin einmal kurz gesagt, so machst du das schon mit deinen A-Mädchen. Wann würdest du den Trainern empfehlen, mit so einer schwierigen Bewegung das Training zu beginnen? In welcher Altersklasse? Also wie gesagt, wir starten mit A-Mädchen. Du siehst ja so im Laufe einer Hallensaison, wer schlänzen kann, wer Bälle zieht, wer Bälle in die Keule hängt. Du kennst ja deine Kandidaten dann so ein bisschen. Dann kannst du auch mal gucken, wer gut werfen kann. Das ist mit Sicherheit auch ein gutes Kriterium. Wer gut werfen kann, der kann auch mit diesem Rhythmus, mit diesem Beschleunigen, das ist dann einfach auch schon mal da. Da ist auch ein bisschen Power im Oberkörper. Sonst kann man Ball nicht werfen. Also so komme ich nicht weit. Also da muss ich wirklich schon auch hier die Rotation haben, um den Ball dann am Ende fest aufs Tor zu kriegen. Und ja, ich glaube, dass viele, viele Erfahrungen einfach auch wichtig sind, weil am Ende sind es Kleinigkeiten. Ich glaube, du bist auch nebenbei passionierter Golfspieler, jedenfalls Spieler. Da machst du einfach immer wieder neue Erfahrungen. Du fühlst viele Sachen besser. Und da brauchst du einfach ganz viel Bewegungserfahrung in dieser komplexen Bewegung. Und da muss man einfach immer wieder ran. Und am Ende ist Eckenschießen auch eine Fleißsache. Also ich habe mit Gonzo ein paar Mal drüber gesprochen. Der hat halt auch als A-Knabe angefangen. Und hat halt vor jedem Training, nach jedem Training eine halbe Stunde nochmal Ecken geschossen. Ich glaube, dass Eckenschießen wirklich am Ende auch eine Fleißsache ist. Genau, wenn du Gonzo meinst, dann für alle Trainer, die das nicht gleich wissen, reden wir vielleicht über den besten, zumindest erfolgreichsten Eckenschützen der Welt. Wir können ja jetzt hier nicht über die Eckenschlenzer reden, ohne auch ihn mal gesehen zu haben, denn das ist ja gerade, was auch die Geschwindigkeit, die er auf den Ball bringt, ist das ja schon was ganz Besonderes. Hattest du die Möglichkeit, mit ihm schon mal zu arbeiten und zu sprechen, wie er das macht? Ja, Gonzo kommt ab und zu auch bei uns, bei den Jugendlichen, ins Eckentraining. Natürlich kann man von ihm und seiner Erfahrung sehr, sehr viel lernen. Dazu muss man sagen, dass Gonzos Eckenablauf, und das ist ja auch dem geschuldet, dass er sehr früh selber viel versucht hat, ja, etwas anders ist. Gonzo hinterkreuzt halt nicht, der vorderkreuzt. Das hat viele Vorteile. Ich finde es halt schwieriger. Also ich habe es mal probiert, geht gar nicht. Aber ich kann euch ja auch mal eine Gonzo-Ecke zeigen. Wo habe ich ihn? So, das sind ein paar Gonzo-Ecken. Ich nehme das Ding hier mal weg, damit es nicht stört. So, ich gehe mal auf die letzte zurück. Was bei Gonzo halt auffällt, also er ist jetzt logischerweise mit seinem linken Fuß weiter weg vom Ball, weil er eben vorderkreuzt und nicht hinterkreuzt. Was bei Gonzo auffällig ist, ist, wie gerade er den Ball beschleunigt. Also deswegen haben wir das auch auf Platz 2 aufgenommen, dieser gelben Linie. Mhm. Der Schläger sticht so ein bisschen am Ball vorbei, der Ball rutscht am Schaft hoch.
So, und jetzt sieht man, dass die Ellbogen relativ körpernah sind und dass er wirklich den Ball nach vorne drückt und nicht so eine, wenn wir uns an Können erinnern, nicht so eine Riesenrotation hat. Und jetzt lässt er den Ball eben am Schaft rausrutschen. Jetzt sieht man auch sehr schön, wie seine Handgelenke, Griff, rumklappen. Und jetzt sieht man auch die Rotation. Der linke Ellbogen kommt hinten hoch und der rechte Fuß geht Richtung Tor. Was Gonzo zum Beispiel auch immer wichtig ist, ist, dass er sagt, du musst, wenn du dich richtig abdrückst, also als Kriterium zum Beobachten, du musst dich mit dem linken Fuß am Ende nach oben abdrücken. Also du stemmst auf dem linken Fuß und gehst über dem linken Fuß. Der muss einen Moment fix sein, damit du drehen kannst. Und dann fällst du halt quasi nach vorne über den linken Fuß Richtung Tor raus. Das sind so Sachen, die Gonzo beschreibt, die für ihn wichtig sind. Und jetzt haben wir ja ein bisschen unser Interview heute angefangen, auch mit der Bedeutung dieser kurzen Ecke. Also alles guckt auf den Schützen. Wir beide haben schon viele Spiele als Trainer, auch als Spieler verloren, wegen einer kurzen Ecke, die irgendwie bei uns drin war und selber nicht reingeschossen wurde. Wir haben auch schon ganz schön viele Spiele gewonnen durch eine kurze Ecke. Das heißt, neben diesen ganzen technischen Elementen, die ja schon an sich viel Training mit sich bringen, ich habe dich verstanden, kurze Eckenschlenzer sollten fleißig sein, ja, hat es ja auch definitiv eine spielentscheidende mentale Komponente. Spielt das in deinem Training eine Rolle und wenn ja, wie? Erstmal kann man immer wieder kleine Wettkämpfe einbauen, um die Leute selbstbewusst zu machen. Ich gucke mal eben, mir da so ein paar Hilfsmittel besorgt. Seht ihr jetzt die Frau Zimmermann? Ja. Sehr gut. Und wenn ihr jetzt mal ans Tor guckt, da hängen so kleine Dreiecke drin. Ja. Das ist eins der Lieblingsspiele, dass man Wetten abschließt. Boah, sehr stark. Unten links kann man immer, oder auch rechts kann man immer gerne Reifen reinholen. So, da siehst du schon, wie man immer wieder Herausforderungen schaffen kann und Spaß reinbringen kann. Und wenn man dann regelmäßig dieses Dreieck da oben trifft, das hilft schon zu sagen, so, wenn ich den Ablauf hinkriege, wenn ich mich nur auf mich und meinen Ablauf konzentriere, ja, dann funktioniert es eben. Natürlich wird es im Wettkampf nochmal schwieriger. Es kommt Timing dazu, dann ist der Ball vielleicht nicht hundertprozentig da. Und das sind so Sachen, wo man dann eben auch mal sagen kann, so, ich stelle mich an den Kreisrand und verlege die Bälle immer mal 10, 15 Zentimeter und die müssen ihren Anlauf anpassen. Aber ja, das sind dann schon die nächsten Schritte. Oder du stellst eben mal so ein paar Pappmännchen da in den Weg, an denen sie vorbeischießen müssen. Oder du stellst dich tatsächlich mal bei 7, 8 Metern hin und machst so eine Pseudo-erste Welle und läufst halt auch mal links oder rechts am Ball vorbei. Damit sie so diese Störgrößen, die ja ins Spiel kommen, damit sie sich an die auch gewöhnen. Also da kann man schon versuchen, das so ein bisschen im Training zu simulieren. Ja, hast du die Erfahrung gemacht, dass sich dann mit diesem Druck, also zum Beispiel, wie du sagst, der Ball kommt gar nicht genau dahin, wo ich ihn erwartet habe, oder da kommt eine erste Welle, dass sich mit diesem Druck auch der technische Ablauf dann verändern kann? Ja, ja. Also auch da, ich habe ja als U16-Trainer ewig immer gesagt, ey, die Holländer mit ihren Ecken, das ist so langweilig, die schießen immer nur. Aber inzwischen habe ich auch so ein bisschen gesagt, naja, es hat auch Vorteile, weil dieses isolierte Techniktraining ist natürlich wichtig, aber du musst es halt auch dann immer wieder unter Wettkampfbedingungen anwenden können. Das kannst du natürlich im Training simulieren, dass du sagst so, wir schießen mal 10, 15 Ecken gegen eine Eckenabwehr. Aber wie das so im Training ist, das ist halt doch was anderes als im Wettkampf. Und man sieht es ja auch bei Gonzalo.
der trifft relativ häufig, aber der schießt halt auch häufig. Das darf man dabei immer nicht vergessen. Also die Wettkampfsituation kommt dazu und ja, ganz normal, dass du sagst, ein Spieler mit 100 Länderspielen hat eben eine Erfahrung, der reagiert unter Drucksituationen halt anders als einer, der sein drittes Länderspiel macht. Das ist auch klar. Also es braucht Zeit, keine Frage. Und um, Herbie, deine ganze Erfahrung nochmal zu nutzen, das Hockeyspiel hat sich ja auch in deinem Spieler- und Trainerleben extrem verändert. Ja. Gibt es da auch eine Entwicklung in Bezug auf den Eckenschlenzer? Ja, also ich habe neulich mal irgendwie, ich weiß gar nicht von wann, mir Ecken von Florian Kunz angeguckt. Ich glaube, also ohne Flo auf die Füße treten zu wollen, damit würde er heute nicht mehr so viel erreichen. Natürlich entwickelt sich auch die Defensive. Also die Torleute sind um Lichtjahre besser geworden, was die Eckenabwehr angeht. Die Eckenabwehr ist deutlich aggressiver, mutiger geworden und taktiert eben auch. Die kennt die Schützen auch. Also das ist schon deutlich schwerer. Und ich finde, du musst halt auch immer, um deinem Schützen Freiräume zu geben, musst du die Eckenabwehr auch immer vor Aufgaben stellen. Das heißt, du müsstest immer ein, zwei Varianten haben, auch um zu sagen, so, das geht nicht all in auf den einen Schützen, den du hast. Und wenn du sagst, die Kunstecke wäre heute nicht mehr so erfolgsversprechend wie zu seiner Zeit, was hat sich da verändert? Also sind die härter geworden, sind die präziser geworden? Was hat sich da genau verändert? Die sind mit Sicherheit wesentlich härter geworden. Die Reingaben sind besser geworden. Nochmal, die erste Welle läuft heute ganz anders raus. Also wenn ich mir so die Belgier angucke, die laufen halt eine Ecke zu und laufen hier genau in den Schuss. Früher wären die Leute dann so mit einem Schläger und wären eben zur Seite gegangen. Also da hat sich schon viel verändert, was Athletik, Tempo, Dynamik angeht und eben auch, was die Taktik angeht. Also heute läufst du ja mit der ersten Welle oft eine Ecke zu und der Torwart hat nur noch zwei Drittel seines Tores letztlich, wofür er zuständig ist. Da musst du schon wirklich, der Ablauf muss schon wirklich sehr gut sein, wenn du da erfolgreich sein willst. Und jeder Torwart, für jeden Torwart steht Eckenabwehr, glaube ich, deutlich mehr auf dem Trainingsplan, als es das noch vor 5 oder 10 Jahren war. Vielleicht abschließende Frage zu dem Thema der Eckenschlenzer. Achtest du auch darauf, dass die Eckenschlenzer athletisch in Bezug auf diese Bewegung trainieren? Denn wenn du sagst, das ist eine Fleißaufgabe, das muss ganz regelmäßig, eigentlich ja über Jahre entwickelt und verbessert werden, dann ist das auch eine Belastung. Werden die darauf speziell von dir vorbereitet? Also du solltest immer wieder Ausgleichsübungen machen. Also wir haben immer irgendwie einen Gummizug. Nachdem du 100 Ecken in der Richtung geschossen hast, solltest du dann vielleicht anschließend auch nochmal ein paar Bewegungen in die andere Richtung machen, damit du nicht irgendwann ja, ein unfassbares Ungleichgewicht in deiner Rücken- und Rumpfmuskulatur hast. Aber ganz klar, also Sonny jetzt Richtung Tokio, die verbringt halt relativ viel Zeit im Kraftraum. Das merkst du deutlich bei der Härte der Schüsse, merkst du deutlich. Die hat viel mehr Power, die hat viel mehr Dampf. Auf der anderen Seite versuche ich mit ihr auch immer abzustimmen, wenn sie halt eine Einheit hatte Beinkraft, dann macht es wenig Sinn, danach Ecken zu machen, weil die einfach dann nicht mehr die Spritzigkeit und die Dynamik hat, um da wirklich Gas zu geben und auf dem linken Fuß jedes Mal diese Rotation, diese Beschleunigung aus dem Oberkörper gesund abzufangen. Also da muss man schon gucken. Da macht dann halt die Dosis das Gift. Das heißt, du würdest auch, wenn wir nochmal das runterbrechen auf die A-Mädchen oder A-Knaben, auch bei denen immer schon darauf achten, dass sie eine Ausgleichsbewegung machen?
Ja. Die sind ja in aller Regel noch nicht im Kraftraum. Trotzdem würdest du sagen, mit denen kann man und sollte man auch schon den Technikablauf trainieren. Auf jeden Fall. Und da dann lieber zwei- oder dreimal die Woche so eine Bierbank hinlegen und die 10 Minuten, Viertelstunde den Ball aufs Tor schleudern lassen, dann reicht es auch, weil danach erzielst du keine Fortschritte mehr. Also wie gesagt, da immer wieder mal und wie hat sich's angefühlt, so wie du alle paar Wochen dir mal eine Trainerstunde nimmst, weil irgendwas nicht klappt und dann probierst du wieder, gehst auf den Platz, probierst das, was du bei deinem Golftrainer gerade gehört hast, probierst du aus. Genauso musst du das da entwickeln. Aber wie gesagt, das ist ein langer Prozess und am Ende zählt es ja, sag ich mal, dass sie dann in Tokio meine Ecke reinschießen. Das wäre geil. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und auch die Detailtiefe. Das bringt, glaube ich, uns Trainerkollegen und Kolleginnen eine ganze Ecke weiter. Wir haben ja hier so eine kleine Tradition, Höppi, bei dem mit Abstand besten Training, nämlich Lektüreempfehlungen von Trainern an Trainer. Ich weiß, dass du selber gerne liest. Hast du in letzter Zeit oder überhaupt ein Buch, was du uns empfehlen kannst? Und wenn ja, warum? Ja, da ich ja schon das eine oder andere Video von dir auf der DHB-Seite geguckt habe, bin ich natürlich nicht komplett auf dem falschen Fuß. Ich habe jetzt erst kürzlich in der Pandemiezeit ein Buch gelesen, was mich sehr fasziniert hat, was ich auch, glaube ich, in 4 Tagen durch hatte. Das ist von Günter Bresnik, die Dominik-Thiem-Methode. Mega geiles Buch. Ja, ganz viel für jeden Trainer, was man sich da rausnehmen kann. Mir fallen jetzt schon wieder 100 Beispiele ein mit einem Dauergrinsen. Fand ich ein super geiles Buch. Cool. Was ich auch für Trainer empfehlen würde, ist der Kollege aus Frankfurt, der gerade im Moment ganz erfolgreich kicken lässt. Und wenn man so an diese Sachen Büffelherde denkt und das Image, was Eintracht Frankfurt gerade um das Team aufbaut, das kann man hiernach vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, weil er wirklich einen dicken Schwerpunkt in Teamführung hat, wie man so ein Team baut, ein funktionierendes Team. Da sind ein paar ganz spannende Geschichten drin. Ich habe wirklich tatsächlich aufgrund von Corona viel gelesen. Aber noch ein Buch, was nicht ausschließlich die Trainerseite ist, ist dieses Buch. Auch ein sehr spannendes Buch, weil einen das vielleicht mal so ein bisschen beruhigt, wenn man wieder zu viel Hysterie auf irgendwelchen sozialen Medien gelesen hat und wieder eine, finde ich, nicht so schöne Diskurskultur, die gerade so ein bisschen entsteht, beobachten muss, dann holt einen dieses Buch hoffentlich wieder ein bisschen zurück auf den Boden und dass es uns ja vielleicht doch gar nicht so schlecht geht und die Welt nicht morgen zu Ende ist. Ja, kann ich total unterschreiben. Ich habe sehr gern auch selber gelesen, Factfulness. Ich finde es im Übrigen auch, das geht ja gar nicht so sehr um Sport, sondern um die Gesellschaft an sich. Genau. Finde ich auch sehr gut auf den Sport übertragbar. Ja. Denn wir neigen ja als Trainer und Mannschaften ganz schnell dazu, irgendwelchen Mythen zu folgen, warum wir eigentlich immer doch noch gewinnen oder verlieren, statt mal auf die wirklichen Fakten genauer drauf zu schauen. Also ein wirklich spannendes Buch, was ich auch, wo ich mich Höppi anschließe, was ich sehr empfehlen kann. Vielen Dank für deine Zeit, Höppi. Vielen Dank für die Empfehlungen. Sehr gerne. Bleib gesund. Und wie gesagt, wenn einer Fragen zu Ecken hat, meine Kontaktdaten kriegt man ja raus. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Angebot. Höppi, Dankeschön. Alles klar. Dann bedanke ich mich auch und wünsche noch eine gute Zeit.